ce soir. Shut up. La PlayStation. Hello. Hello, German PS4 community. Thank you for taking the time to check out my game dreams. We're here in Paris Games Week with Gael. It's crazy. It's noisy. I hope you enjoy the game. Totally loud. We've been talking all kinds of crazy stuff about the games. I hope you enjoy Paris Games Week coverage and enjoy the games on PlayStation. Thank you very much for playing. Hi, ich bin immer noch der Jan, ich bin immer noch auf der Paris Games Week und ich habe mir eben gerade über 2 Stunden von Media Molecule Dreams anhören können, beziehungsweise auf einer Eventparty haben mir Programmierer, Game Designer und auch Produzenten mir ein wenig mehr über das Spiel erklärt, was auf der Präsentation, auf der Pressekonferenz erklärt worden ist. Leider, wie soll ich eigentlich damit anfangen? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Es ist einfach ein Spiel, das da meine Möglichkeiten vollkommen überschreitet. Meine Träume sind wahrscheinlich nicht ganz so heftig, nicht so wie die von Media Molecule Mitarbeitern. Man kann alles Mögliche von Grund auf, also man hat einen weißen Bildschirm und man kann loslegen und wie als ob man mit Knete arbeitet, einen runden Ball, ein Viereck, alles Mögliche bauen und daraus dann ein Haus. Man kann Gras animieren, das farbig machen, alles Mögliche. Wie genau das funktioniert, ist mit einem Creative-Modus zu vergleichen und momentan ist es wirklich so, dass die nur diesen Creative-Modus entwickelt haben. Das ist die Engine, mehr haben sie noch nicht. Sie wollen einen Story-Modus mit reinbringen. Wie genau das funktioniert, wissen sie selbst noch gar nicht. Ob sie dann auch gleichzeitig noch ein Tutorial mit einbauen oder ob das Tutorial extra kommt. Man kann aber so viele Sachen machen. Man kann nach Freunden suchen oder nach bestimmten Usern im PSN, die einfach sehr, sehr gut gute Dinge kreieren. Und diese Kreation kann man dann einfach in seine eigene Welt, in seinen eigenen Traum mit einbinden. Man hat eine richtige Suchoption, einfach man sucht nach Bäumen, dann hat man sehr, sehr viele Arten von Bäumen, die man halt auswählen kann und einbinden kann. Man lädt, wenn man das möchte, seine kompletten Kreationen automatisch hoch, es wird wie in der Cloud gespeichert. Und die Suchmaschine funktioniert nicht nur, dass es getaggt wird, sondern es basiert auch auf einem Rating-System oder Leute, die das sich ausgesucht haben und ihren Traum verbaut haben, haben auch noch das weiter. Also so wie man das bei Amazon oder sonst welchen Anbietern findet. Also das komplette Ding ist so unbegreiflich groß. Die haben natürlich öfters mal noch auf Little Big Planet verwiesen und auch dort haben sie ihren Creation und Share Mode installiert und damit etabliert und waren immer wieder begeistert davon, was die Community schafft. Hier wissen sie einfach wirklich überhaupt nicht mehr, was auf sie zukommt. Die Beta wird bei denen auf jeden Fall ein riesen Feedback geben. Sie wissen nicht, wie lange, sie wissen nicht, wann es rauskommt, weil einfach alles von dieser Beta abhängt. Sie sind komplett begeistert. Ein Lead-Designer hat mir erzählt, lieber arbeitet er 5 Jahre jetzt an einem Titel, das wenig Profit macht, aber dafür macht es so einen riesen Spaß daran zu arbeiten und jetzt in dieser Welt quasi, weil der Creator endlich fertig ist, selbst Sachen nachzubauen. Es wurden schon andere Titel im Hause von Sony einfach nachgebaut, die es noch gar nicht gibt, weil sie jetzt auf der Pressekonferenz erst vorgestellt worden sind oder neue Level gezeigt worden sind. Was genau, kann ich leider nicht verraten, aber es sah wirklich gut aus und ich sag mal so, es war ein sehr großes Universum. Also vielleicht weiß der eine oder andere, was da nachgebaut worden ist und das geht einfach innerhalb der Creator, der es gemacht hat, 2 Stunden hat er dafür gebraucht. Das habe ich nämlich auch gefragt, wie sehr ist das denn wirklich zeitaufwendig? Es geht natürlich, dass man von null auf anfangen kann und dann kriegt man halt je nachdem wie detailliert man loslegt, kann man halt stundenlang in einen Traum reinstecken. Auf der anderen Seite kann man das auch innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, kann man ein kleines Träumchen, wenn man das so sagen möchte, kreieren. Insgesamt, ich traue mich immer noch nicht ganz an die schriftliche Review, deswegen wollte ich erstmal das Video machen. Vielleicht kommt die noch, vielleicht auch mit eurem Feedback, wenn ihr das ein oder andere gibt. Was haltet ihr von Dreams? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich war der Jan, wie gesagt, von der Paris Games Week. Bis dann, ciao. Auf Wiedersehen. Alright. Merci à tous et à tous. Auf Wiedersehen.